Kommunikation, Menschen, Vision. Das ist Karos Coaching. Kommunikation als Schlagwort erscheint in Gefahrenanalysen und Mitarbeiterumfragen oft als Baustelle. Kaum jemand würde bestreiten, dass gute Kommunikation ein großer Hebel für Effizienz und Minimierung von Reibungsverlusten ist. Unzulängliche Kommunikation und dessen kausale Folgen sind laut vieler Umfragen ein großer Stressfaktor für Menschen in Unternehmen. Karos Coaching ist ein Projekt, das 2012 aus dem Business- und Privatkundencoaching entstanden ist. Und die Idee dahinter war, dass die Menschen mir immer das Gleiche erzählt haben, was so ihre Schmerzpunkte gerade sind. Und habe oft gehört, dass das große Thema Kommunikation ist. Und über die Jahre habe ich gemerkt, da muss man eigentlich mal was dran machen. Und Karos Coaching ist die Quintessenz aus den Bedürfnissen der Menschen, die mit Coaching-Anliegen zu mir gekommen sind. Im Großen und Ganzen ist es der Mittelstand, den ich betreue. Und auch sehr gerne Start-up-Unternehmen, die erst eine Handvoll Mitarbeiter haben, die wachsen wollen und sich Gedanken dazu machen, was ist eigentlich unsere Vision, was soll unsere Leitkultur sein, welchen Werten wollen wir folgen. Und dann macht das natürlich total Spaß, wenn man so ein kleines Team formen kann und ansonsten alles, was sich Mittelstand nennt. Ein klassischer Einstieg ist eine Evaluierung zum Thema Kommunikation. Das legt also wirklich den Fokus auf das reine Thema Kommunikation. Das sind 10 Rubriken, die da erhoben werden, anonym. Und in jeder Rubrik hat der Befragte die Möglichkeit, einen Verbesserungsvorschlag zu hinterlegen. Und das wird dann im Management präsentiert und dann kann man daraus Handlungsbedarf ablesen. Und dann kommt es darauf an, was dann gewünscht ist. Also oft ist das Thema Kommunikation als Workshop dann gefragt oder etwas zum Thema Meetingkultur oder es wird eine interne Arbeitsgruppe gegründet, die sich zum Beispiel dem Thema interne Prozesse widmet. Und ich fange das an zu moderieren, aber das Ziel ist schon mittel- und langfristig, dass da ein Prozess etabliert wird, sodass das Unternehmen damit selbstständig weiterarbeiten kann. Also ich sehe mich da nur als Anschubser der Dominokette. Aus dem Seminar habe ich auf jeden Fall mitgenommen, dass es sich lohnt, sehr gut zuzuhören, die gegenüber genau zu beobachten. Nicht gleich mit festgelegten Regeln in die Kommunikation reinzugehen, sondern sehr, sehr offen zu sein, ne? Und auch mal den Hintergrund zu hinterfragen, das Wertesystem zu besuchen, das nehme ich auf jeden Fall mit und wende das auch an. Was mir an Frau Dr. Friedrich gefällt, ist, dass sie sehr viel Agilität in die Seminare reinbringt. Das ist also nicht nur ein reiner Frontal-Unterricht, sondern es ist wirklich hoher Grad an Interaktion, man kann vieles ausprobieren, es ist nie langweilig, macht Spaß und man kann aus den Situationen unheimlich viel mitnehmen. Es ist immer sehr, sehr authentisch. Die reinen Fehltage lassen sich einfach ermitteln und das HR-Controlling würde ohne weiteres diesen Mitarbeiter, hier links dargestellt, im grünen Bereich sehen. Doch in der Praxis zunehmend beobachtbar ist, dass der gefühlte tatsächliche Stresspegel des gleichen Mitarbeiters, im Bild rechts zu sehen, bereits besorgniserregende Ausmaße angenommen haben könnte, ohne dass er Fehltage aufweist. Diesen bislang nicht berücksichtigten Faktor kann der Key Performance Indicator Kommunikation für das Controlling als Tendenz sichtbar machen, und zwar lange bevor Mitarbeiter ausfallen und dadurch interne Herausforderungen und Kosten produzieren. Karos Coaching garantiert effiziente Kommunikation, weniger Konflikte, mehr Zeit für das Wesentliche, einen geringeren Krankenstand, weniger Mitarbeiterfluktuation, weniger Kosten für Neurecruiting sowie mehr Motivation.